Sporteinrichtungen für die Jugend sind in Reichertshausen schon lange vorhanden. Mit der neuen Ilmtalhalle kann die Gemeinde jetzt nicht nur Schulkinder in Bewegung halten, sondern auch Sportvereine. Wer sich selbst nicht so gern bewegt, findet dort Kulturangebote, die zumindest Herz und Verstand bewegen sollen. Es ist ein Meilenstein in unserer Geschichte. Er verkörpert auch die Philosophie unserer Gemeinde. Wir sind eine Wohn- und Freizeitgemeinde. Die Leute haben Ansprüche, berechtigte Ansprüche, die wir decken wollen im sportlichen Bereich, im Freizeitbereich, im gesellschaftlichen Bereich, im schulischen Bereich. Und hier bot sich dann halt dieser Bau dieser Halle, einer zeitgemäßen Halle, förmlich an. Nicht zuletzt wegen der Haushaltslage. Denn die Gemeinde Reichertshausen macht ihrem Namen alle Ehre. Für die Halle im Wert von 5,7 Millionen Euro braucht sie ein Darlehen von lediglich 1,5 Millionen. Den Rest trägt sie aus eigenen Haushaltsmitteln. Das hat sich auch damals sehr schnell, äh, meine Meinung, auch durchgesetzt im Gemeinderat nach dem Motto, äh, so oder gar nicht, weil die finanziellen Voraussetzungen ja günstig waren. Wir hatten ja null Euro Verschuldung und die Zinsphasen auf dem Markt haben auch für uns gesprochen, sodass wir uns das Ding dann nicht äh, leisten konnten. Und die Vereine haben das immer wieder gesagt, als Beispiel, diese Halle hat eine Größenordnung. Wo jetzt nach den offiziellen Regeln des Bayerischen Fußballverbandes Fußballturniere gespielt werden können. Hätten wir die Halle Kleiner gebaut, wäre das nicht möglich. Vom Baubeginn bis zur Fertigstellung vergingen zwei Jahre. In dieser Zeit sind die Kosten für das Projekt allerdings stark gestiegen. Mancher Gemeinderat fühlte sich typiert, weil die jetzigen Zahlen damals nicht auf dem Tisch lagen. Ja, am Anfang waren die ersten Zahlen eben unter 4 Millionen Euro und dann durch Erste Preissteigerungen, beziehungsweise dadurch, dass es dann hieß, die Planungskosten waren nicht enthalten, sind wir schon über 4 Millionen, zwischen 4 und 5 Millionen gewesen und jetzt am Schluss sind wir halt bei 5,7 Millionen ca. gelandet. Für dieses Geld hat die Gemeinde aber auch eine einzigartige Halle errichtet. Nicht nur, weil sie barrierefrei ist und auch Rollstuhlfahrer dort Sport treiben können, die Ilmtalhalle hat noch etwas zu bieten, was es sonst wohl nirgends gibt. Einen unterirdischen Tunnel als Zugang. Im Winterhalbjahr ist es ja so, dass die Kinder müssen sich nach einer normalen Stunde ja umziehen, ihre Winterkleidung anziehen, Straßenschuhe anziehen, um über den 100 Meter den Hof zu gehen und dann wieder umziehen. Wenn sie Sport getrieben haben, sie sind verschwitzt zum Beispiel, müssen sie erst die Haare trocknen oder ihre Mützen aufsetzen. Das braucht es nicht mehr. Die gehen mit den Hausschuhen direkt über den unterirdischen Tunnel, der beheizt ist, rüber in die Turnhalle. Während die Grund- und Mittelschule von der Halle profitiert, haben andere Nachbarn dagegen geklagt. Sie fürchten Lärmbelästigung, besonders bei Veranstaltungen. Als Auflage musste ein Schrankensystem errichtet werden, damit nach 22 Uhr niemand mehr wegfahren kann. Und noch etwas ist einmalig an der Ilmtalhalle. Sie wird CO2-neutral beheizt mit Erdwärme. Alle weiteren Informationen finden Sie bei uns im Internet auf tvbayernlife.de.